sein. Würzburg Radio. Servus. Und Mensch, euch haben sie heute hier Fastnacht in Franken. Richtig was Tolles, auch für euch mal was anders. Ne? Das ist für mich insofern ein bisschen was anders, weil wir weniger kostümiert rumlaufen bei uns in den Brettelspitzen. Aber ich habe eine große Affinität zu Mainfranken, zu Weinfranken, weil ich ausschließlich Wein trinke. Vor allem gern Riesling und Silvaner. Und das sind meine Lieblingsrebsorten. Also insofern fühle ich mich hier aufgehoben zu Hause. Und ich freue mich auf diesen genialen Abend, Herrin. Ja, unter dem Motto alter Wein und junge Weiber, nicht? Das lebt da immer noch, oder? Ja, richtig, genau, so ist es. Das ist richtig, nicht? Wir haben den Kollegen gerade schon kurz gehabt, nicht? Und nehmt ihr so ein bisschen auch was mit da für eure Sendung? Ja, schon natürlich. Du nimmst immer Impressionen, Anregungen und Impulse mit. Ich finde es immer ganz, ganz toll, was sich die Kolleginnen und Kollegen alles einfallen lassen. Und von daher bin ich jetzt gespannt, was auf uns zukommt heute Abend. Und wir werden das Ganze dann im Nachgang reflektieren. Ja, das werden wir uns anschauen. Nicht? Dann können wir uns gegenseitig vergleichen. Schönen Dank und viel Spaß heute in Pfalzöcher. Viel Spaß und danke nochmal. Danke. Tag Würzburg Radio mit Gattin heute. Begleitung, das ist toll, ne? So ist es. Kostüme, wer ist da drauf gekommen, die Gattin? Wir hatten das Ganze vor 5 Jahren auch schon mal. Genau. Vor 5 Jahren? Die Einladung haben wir das mit Bekannten zusammen selber entworfen und geschneidert. Das kommt heuer nochmal zum Einsatz. Ja, das ist richtig. Als Politiker muss man ja immer nachhaltig sein. Also kann man das auch zweimal benutzen, oder? Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass es jetzt wieder sozusagen darum geht. Im Jahr, wo die Menschen über die Zukunft entscheiden, müssen wir die Fahne hochhalten für dieses Europa. Ihr seid ja hier ganz in der Nähe des Mittelpunkts der Europäischen Union. So ist es, da drehen wir normalerweise sind diese Fahnen so schön, wunderschöner Ort. Nicht? Und da geht es ja auch darum, sag ich mal, Europa, Zusammenhalt, alles zu erhalten. Absolut, absolut. Also hier aus Unterfranken, aus Pfalzöcher heraus, kann man Europa spüren und vor allem lernen wir heute Abend Freude zu haben am Leben. Das ist das Allerwichtigste, auch wenn die Zeiten durchaus schwierig sind, was wir glaube ich alle spüren. Aber dass wir Freude daran haben am Leben, das ist das, was man hier lernen kann. Wir freuen uns auf einen tollen Abend. Seid ihr zum ersten oder? Nee, zweite Mal hier, oder? Das vierte Mal, glaube ich. Vierte Mal? Ja. Das ist. Pause war dann dazwischen. Ja, die war dazwischen. Da gab es ein Jahr, da gab es nichts Besonderes. Europawahl, glaube ich. Ja. Aber dann wünsche ich heute vierte Mal viel Spaß in Pfalzöcher. Dankeschön fürs Gespräch. Dank. Dankeschön, danke. Danke. Herzlich willkommen in Pfalzöcher. Mit Begleitung heute, nicht? Ja. Am Mittelpunkt der Europäischen Union. Was erwartet ihr heute? Wir erwarten ja, tolle Kabarettbeiträge, viel. Schöne Kostüme, man sieht es ja jetzt hier schon, dass alle sich ganz toll verkleidet haben. Und ja, wir freuen uns auf einen schönen Abend. Und die gnädige Frau sieht heute auch wieder ganz besonders gut aus, nicht? Das ist ja nicht so einfach, was trägt man, ne? Ja, das stimmt tatsächlich, aber letztes Jahr gab es ja den Barbie-Film und dann war es nicht so schwierig. Ja, genau, nach dem Film, nicht? Und der junge Mann auch schon in freudiger Erwartung hier in Pfalzöcher? Selbstverständlich. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet und welche Überraschung wir da sehen dürfen. Ja. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß in Pfalzöcher. Dankeschön fürs kurze Gespräch. Herzlichen Dank.